Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu meiner Kollektion Action Cam. Ja, und das ohne Aufpreis. So, das ist überraschenderweise, wer kann es lesen, ein SUPRNINDENDO. Hierbei wird es sich überraschenderweise um das Super Nintendo Entertainment System handeln. Sicherlich in Europa nicht ganz so unbekannt, ist auch sicherlich eine der erfolgreichsten Konsolen hier gewesen, ich glaube zusammen mit der PlayStation 1. Deswegen gucken wir uns heute das Ding mal ein bisschen genauer an. Das ist der bekannte Controller. Da gibt es ja leichte Verwirrungen in diversen Castingshows, wie solche Controller aussehen. Der ein oder andere versteht den Witz. So, es gibt als Zubehör den Super Game Boy Adapter. Damit konnte man Game Boy Spiele auf der Konsole spielen. Oder vielleicht für die Leute, die kennen es wahrscheinlich am wenigsten. Es gab auch eine Maus für das System. Und es gab auch neben Mario Paint auch noch ein paar andere Games, die damit kompatibel waren. Ich habe nicht wahnsinnig viele Module, aber wie ich gerade schon im englischen ersten Versuch gesehen habe, das wären tatsächlich auch wieder mindestens zwei Teile für das Video. Deswegen fangen wir gleich mal sofort an mit einem, nach meiner Meinung, der großen Knaller. Illusion of Time oder für manche bekannt als Illusion of Gaia. Ein tolles RPG, Action, Roleplay, irgendwas in Echtzeit. Unglaublich toller Titel, hat mir viel Spaß gemacht. Ich weiß, die meisten kennen den witzigerweise nicht. Die kennen immer so die Standarddinger. Muss man haben, ist toll, gibt's keinen Weg dran vorbei. Müsst ihr euch angucken, lohnt sich, hat wirklich Spaß gemacht. Das Gegenprogramm ist Rise of the Robots. Und wenn einer wissen will, warum ich das habe, weil ich ein verdammter Idiot bin. Rise of the Robots war egal wo schlecht. Ich habe mir den Spaß gemacht, ich habe das mal auf dem 3DO gesehen, da tut es noch mehr weh. Rise of the Robots ist ein Beat'em-up, das ganz schlecht ist. Ich weiß, ihr wollt das sicherlich mal für ein Let's Show sehen. Das tut dann auch weh und dann hört ihr mich wahrscheinlich zum ersten Mal richtig laut schreien. Rise of the Robots ist einfach nur grausam. Lasst es liegen. Glaubt es mir, es ist nicht mal ein Euro wert. Flashback hingegen ist genau das Gegenteil. Vielleicht kennt der ein oder andere Another World, das ist ja auch nicht so ganz unbekannt. Flashback ist sozusagen der geistige Nachfolger, ist ja nun eigentlich nicht der Nachfolger, sondern ich glaube Beyond the Alien oder so. Ich müsste es nachgucken. Es gibt auf jeden Fall für den Sega Saturn gibt es einen Nachfolger für Another World. Flashback ist sozusagen der geistige Nachfolger. Wer also Another World mag, wird in Flashback eine Menge wiedererkennen. Der Stil ist gleich, die Machart ist gleich, es ist auch ein unglaublich starker Titel. Gibt's nichts dran auszusetzen. So, jetzt mache ich mal was Lustiges. Ja, der ein oder andere, der stoppen kann, der kennt den Titel. Ja, ich habe auch ein paar Games, die in Deutschland nicht unbedingt so einen guten Ruf haben. So, der Royal Rumble ist ja in echt gerade auch vorbei. Ja, ist ein LGN-Game, ist aber ein nettes Wrestling-Game, ist nicht das beste Wrestling-Game, ist also nicht so Raw, ist deutlich interessanter, weil es auch mehr bietet, aber der Royal Rumble ist okay und spielbar. Und ihr habt eben, wie der Name schon sagt, natürlich auch den Royal Rumble-Modus, ich glaube aber nur mit 10 Wrestlern, aber immerhin. Clay Fighter! Ja, in Anlehnung einer Beat'em-Up-Reihe, die ich überhaupt nicht kenne, gibt es hier Claytalities. Ich weiß auch nicht, wie die auf diesen unglaublichen tollen Titel kommen. Ist ein schöner Prügler mit Knetmännchen und unglaublich viel Liebe zum Detail. Kann ich nur empfehlen, wer das kriegt, macht wirklich Spaß. Es ist total verrückt und total krank und genauso müssen es Games so sein. Super WrestleMania! Ja, ich glaube, das war das erste LGN-Game der Wrestling-Welt für den Super Nintendo. Ist okay, mit ganz weiten Abstrichen, aber wer nicht unbedingt Hardcore-Fan ist, der braucht es sich nicht holen, wirklich nicht. Legend of Zelda, Link to the Past, neben Zelda 1 und Ocarina of Time, das stärkste Zelda aller Zeiten. Da gibt es nichts, was man da schlecht sagen kann. Dieses Ding muss man gezockt haben. Da geht kein Weg dran vorbei. Und wer es nicht kennt, zocken, 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 zocken. Toller Titel, super, nahezu fehlerfrei. Mario Paint ist nicht nur ein nettes Grafikprogramm, wo man eben die Maus auch benutzen kann,
sondern ihr habt eben auch einen Mario Composer, womit man richtig gute Songs machen kann. Wer dieses Modul bekommt, und es ist witzigerweise auf Flohmärkten gar nicht teuer, das habe ich auch eigentlich gedacht, weil selbst mit Maus habe ich das Ding gekriegt für, lass mir lügen, 3 Euro, holen. Es ist auf jeden Fall die Sache wert und ich weiß nicht, warum ich damals als Kind irgendwie dran vorbeigekommen bin, wahrscheinlich, weil es mich einfach nicht angesprochen hat, aber holen. So, vielleicht habe ich jetzt mal eine Hausaufgabe in die Community. Warum habe ich Weapon Lord? Ich weiß es nicht. Ich habe es beim letzten Mal schon gesehen in meiner Sammlung. Ich weiß es nicht. Es ist ein Soul Calibur für ganz schlecht. Nee. Also, man kann es zocken. Es ist spielbar, aber es ist jetzt nicht irgendwas, wo ich sagen würde, mein Gott, da geht mal schön hin und holt das. Ich hab's, aber fragt mich nicht, warum. Alles war ja auf dem Super Nintendo super. So ist es auch mit Turricane. Und Turricane war auf dem Amiga schon eine Legende und die Super Nintendo Version macht auch nichts falsch. Das heißt, wer auf Turricane steht, der muss das haben. Geht kein Weg dran vorbei. California Games 2. Ja. Ich bin ein großer Epic Games Fan. Ich fand California Games 1 unglaublich gut. Vielleicht auch mit einer der stärksten C64 Titel aller Zeiten. Ich habe diesen Titel auf dem PC schon gespielt. Und jetzt habe ich ihn auch auf dem Super Nintendo. Und ich sage euch, seid ihr hartgesonnen, könnt ihr euch das holen. Aber es ist wirklich mit Abstand ganz, ganz miese Kost. Kein einziges Event macht Spaß. Es ist wirklich Totalausfall. Für Leute, die vielleicht sowas sammeln und mal was anderes haben wollen, interessant, aber ich würde es nicht raten. So, ich mache mal wieder. So, mal gucken, ob Erna jetzt diesen Titel erkannt hat. Ja, es gibt von diesem Titel auch Teil 1, nicht nur Teil 2. Vollkommen überraschend. So, das darf ich wieder zeigen. Oder beziehungsweise das andere zeige ich ja auch, aber ich erzähle halt nicht so wahnsinnig viel dazu, weil dafür könnt ihr euch das englische Video angucken. Kleiner Hinweis. So, Super Mario World. Sicherlich einer der stärksten Mario-Titel aller Zeiten. Ich glaube, es gibt kein Highlight, wie man das beschreiben kann. Das ist einfach nur stark. Und da gibt es auch gar keinen Weg. Wer das nicht kennt, zocken, 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 zocken. So gut ist der Titel. Ich hatte es lange Zeit nicht in meiner Kollektion. Ich habe es dann irgendwie auf einer Messe für einen Fünfer abgeräumt mit Anleitung. Und ich habe nicht einen einzigen Euro bereut. Es ist wirklich so gut. Auch gut, Parodius, der hauseigene Klon auf Nemesis-Gradius. Ja, ich habe ja die Nemesis-Saga Let's Played und da habe ich die MSX-Version von Parodius gemacht. Die Super Nintendo-Version ist deutlich anders. Da gibt es auch diese bekannte Szene mit der Tänzerin und den Beinen. Jetzt kommen wir in den Adult-Bereich. Ja, wer die Szene kennt, der weiß, was ich meine. Das ist hier dabei. Schöner Titel, schöne Parodie, sehr japanisch und sehr krank und eigentlich vollkommen interessant. Auch ein toller Shooter, was man nicht vergessen darf. Wer die Chance hat, holt es euch. Es ist wirklich gut. Jetzt machen wir wieder... ich rutsche aus! So, Ultimate, dieser Serie, die man in Deutschland immer schön verteufelt. Vielleicht wird es ja irgendwann auch mal freigegeben, wenn wir schon Doom und Quake haben. Ja, holt euch die Ultimate-Version besser als die dritte Version, weil die hat einfach ein paar Sachen mehr. So, damit kann man es, glaube ich, auch bewenden. Das ist Raw. Das beste LGN-Wrestling-Game auf dem Super Nintendo hat auch versteckte Modi, auch versteckte Ideen. Da gab es sogar mal ein VHS-Tape dazu, das alles erklärt hat. Das habe ich mal gesehen, aber ich hatte es selber nie. Aber sicherlich guter Insider-Tipp. Pilot Wings kennt ihr vielleicht von dem 3DS jetzt in der neuen Version. Das ist das Ur-Pilot Wings. Hat sich am Spielkonzept nichts geändert. Das ist ein interessanter Flugsimulator, der sehr viel Geduld braucht und sehr viel Feingefühl. Aber es ist mal was anderes. Und selbst die 64er-Version, also die N64-Version, fand ich sehr gut von dem Titel. Ich habe den gemocht. Vielleicht guckt ihr euch den auch mal an. Der ist ganz nett. Starwing, ja, Star Fox, das erste Abenteuer,
toller Rail-Shooter, wirklich toller Space-Shooter, muss man haben, muss man gezockt haben, kann man eigentlich auch eine Menge Spaß haben. Gebe ich eigentlich auch als Tipp. So, ich mache jetzt nochmal eben kurz für einen guten Lacher. Hui! Und hui! Hui! So, das war eine Anspielung auf Star Fox. Do a Barrel Roll. Genau, bei dem dritten sage ich eben, wie schon, holt euch die Ultimate-Fassung, die ist besser als der dritte, aber für Sammler, die ich kenne, die werden sowieso die Teile haben, denen muss ich das nicht großartig erklären, ne? So, das war Teil 1 von der Super Nintendo-Sammlung. Ich habe noch ein paar andere Sachen und ich habe auch noch ein bisschen was für die ganz hartgesottenen. Da kommen wir dann gleich in Part 2 zu, was heißt gleich, wieder in der nächsten Woche. Das ist ja eine wöchentliche Sendung und dann sehen wir uns wieder in Teil 2. Und wenn es gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Ihr kennt das Spiel. Bis dann.